Willkommen zurück im Brunnen. Ich habe es gerade noch kommen sehen. So, was kommt jetzt? Autsch. Autsch. So, was will der? Gib mir etwas, womit man Eis schmelzen kann und was das Verlangen des Geistes stillt. Okay, dann weiß ich, wo ich hin muss. Erledigen wir das mal schnell. Verlaufe ich mich gerade. Hey. Dann ist es eben hier. Genau. Als Zorat an. So. Kannst du haben. Und hier haben wir eine Kuh. Da braucht man wir nur einfach Eponas Lied spielen. Schöne Musik, sie erinnert mich an die Weiden. Höre ich diese Melodie, so verspüre ich den Drang, Unmengen von Milch zu produzieren. Ich gebe dir gerne etwas davon. Milch ist sehr gesund. Okay, dann kann ich jetzt mal weitergehen. Gib mir 10 erfrischende Explosionen. Ein Nachtschwärmer. Ja.
Wie viel steckt dieser Mistgeist ein? Das war's schon, okay. Ach, Käfer, ich nehme davon vorsichtshalber eins mit. So, wie geht's eigentlich jetzt weiter? Hier war es schon. Dann jetzt hier weiter. Hinfort, hinfort. Ein großer Geist, Nachtschwärmer. Okay, das ist wohl der letzte und der will die Milch. Gib mir etwas Kalziumsreiches. Du hast den Spiegelschild erhalten. So mancher Lichtstrahl kann damit reflektiert werden. Drücke R, um in Verteidigungsposition zu gehen. Drückst du R, während du mit Z zielst, kannst du dich gleichzeitig verteidigen und bewegen. Das kennt ihr nämlich auch in Ocarina of Time. Ruinen von Ikana. Wir haben ja echt noch Zeit für den Part. Ja, ich lasse die Gyptos Maske mal auf. Weil ihr werdet nämlich gleich was erleben. Da tanzen sie rum. Und da habe ich dann wiederum leichtes Spiel, sie einfach kaputt zu machen. Deku-Schale.
muss jetzt ein bisschen warten. Okay. Boah, für Effekt. Stelle ich mich am besten gleich hier hin. Ich glaube, der Schalter ist nur dazu da, dass die Decke wieder hochgeht. Und wenn ich drauf trete, lande ich, glaube ich, auf heißen Kohlen. So, und diese Stelle ist besonders tricky. Ich habe mal bei einem YouTuber zugeschaut. Der hat das Audio der Wahrheit benutzt, was ich überhaupt nicht wusste. Das ist hier... eine Plattform gibt... wenn ich das Auge der Wahrheit einsetze. Ich hatte das nämlich früher mit Hasenohren gemacht. Da bin ich halt mit der Sprungattacke rübergesprungen. Ihr könnt euch mal verziehen. Tschüss. Perfekt. Ach so. Drecksviecher. Ach so, Startspruch, die Giftdruckmaske. So, jetzt muss ich mich erstmal kurz umschauen. Das ist doch Blödsinn. Ach, das ist doch Wahnsinn. Wenn ich das jetzt zweimal machen muss, ne, dann werde ich doch ein bisschen geknickt. Ne, gar nicht wahr. Och, danke, du dummes Vieh. Jetzt kann ich das zweimal machen hier. Eine Kacke. Tschüss. Aber ich kann es trotzdem mal zeigen, wie ich das immer gemacht habe.
So, jetzt kann ich das andere versuchen. So, wie weit kann ich denn überhaupt springen? Ich benutze mal nicht die Ohren. Ach nee, Quatsch. Quatsch. Herzteil erhalten und ich beende den Part und mache mal kurz Pause. Bis gleich.